Sie ist die Hauptverkehrsader im Hamburger Hafen, die marode Kühlbrandbrücke. Die Infrastruktur der deutschen Seehäfen nicht nur instand zu halten, sondern auch zu modernisieren, Ziele der ersten nationalen Hafenstrategie. Doch diese allein zu finanzieren, für die Küstenländer und die Hafenwirtschaft nicht machbar. Wir fordern eine Beteiligung des Bundes an den Investitionen in die Hafeninfrastruktur, zum einen, um die Häfen wettbewerbsfähig zu machen, zu gewährleisten, dass die Hafeninfrastruktur in einem modernen, guten Zustand ist, aber zum anderen, um die Energiewende zu vollziehen. Bislang investiert der Bund jährlich 38 Millionen Euro in die deutschen Häfen. Zu wenig. Notwendig wäre mindestens das Zehnfache, so die Küstenländer. Hamburg begrüßt die fast 140 Maßnahmen der Hafenstrategie, aber kritisiert, dass der Bund jetzt viele Maßgaben gemacht hat, viele Wünsche hat, in welche Richtung sich die deutschen, insbesondere Seehäfen, entwickeln sollen, was wir leisten sollen und gleichzeitig das nicht hinterlegt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht bei einem Bestellerprinzip landen, wo die Länder am Ende alleine die Rechnung tragen. Doch Bundesverkehrsminister Wissing stellte heute in Berlin klar, erst die Pläne, dann das Geld. Ich habe den Ländern immer gesagt, wenn es konkrete Projekte gibt, sprechen wir drüber, dann finden wir auch Lösungen und wir scheuen uns auch nicht über Finanzfragen zu sprechen. Die Seehäfen gemeinsam zu stärken, darin ist man sich einig. Offen bleibt, wie die Rechnung aufgeteilt wird.